Herzlich willkommen zu unserem Kurs Plotstrukturen. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich bin Textcoach und Autor und führe euch durch diesen Kurs. Im letzten Video hatten wir ein zweites Strukturmodell kennengelernt. Mit dem wollen wir heute weiterarbeiten. Zur Erinnerung, James Scott Bell beschreibt die Struktur einer Geschichte durch zwei Türen, durch die der Protagonist gehen muss. Die erste Türschwelle überschreitet der Protagonist, wenn er in den Konflikt verwickelt wird, und die zweite, wenn er sich entschließt, dem großen Widersacher entgegenzutreten. Vielleicht dazu ein paar grundsätzliche Anmerkungen. Bei allen Sachen, die ich hier vorstelle, handelt es sich um Modelle. Was sind Modelle? Zumindest können wir sagen, wozu sie uns nützen. Modelle helfen uns in gewissen Arbeitsphasen bei der Strukturierung und Planung. Wie ein Arzt zu unterschiedlichen Phasen einer Krankenbehandlung auf unterschiedliche Modelle zurückgreift und wie ein Automechaniker bei unterschiedlichen Aufgaben unterschiedliche Pläne im Kopf hat, so sind auch Modelle für Autoren immer zu bestimmten Aufgaben passend. Und das bedeutet, dass wir Modelle dazu benutzen, um bestimmte Handlungen zuerst auszuführen und andere später, und dass wir für bestimmte Sachen aufmerksam sind und für andere ebenfalls später. Modelle sind also in einem so komplexen Prozess wie dem Schreibprozess immer nur zu bestimmten Zeiten nützlich und für andere Phasen braucht man andere Modelle. Wenn wir uns hier in diesem Kurs auf Plotstrukturen fokussieren, dann werden wir vor allem auch mit Modellen arbeiten, die für die Planung hilfreich sind. Ich hatte schon im letzten Video gesagt, dass ich das Modell von Bell vor allem für die Sammlung von Ideen hilfreich finde. Wenn man sich ein wenig mit diesem naiven Modell beschäftigt hat, fällt es einem sehr leicht, sich sofort die Grundstruktur einer Geschichte auszudenken, eben weil es so naiv ist. Und es ist natürlich günstig, sich damit gründlicher auseinanderzusetzen, weil wir so flexibler einordnen können, wenn uns irgendein Ereignis aus der Umwelt trifft oder wenn wir irgendetwas Interessantes lesen. Das hört sich jetzt selbstverständlich an. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass gerade die Menschen, die über etwas schreiben wollen, was sie erlebt haben und was sie persönlich berührt hat, nicht an Geschichten denken und sich auch später schlecht an eine Erzählung dazu setzen können. Das ist sehr schade, denn gerade das sind ja die spannenden Geschichten. Was hier wundervoll hilft, ist, solche Strukturen von Erzählungen gründlich zu kennen, so dass sie in die Gewohnheit übergegangen sind. Alle diese Übungen sind also dazu da, um Gewohnheiten auszubilden. Und die Modelle sind wieder dazu da, um etwas auf eine bestimmte Art und Weise zu wiederholen. Welche Möglichkeiten gibt es also, sich mit diesen Modellen neue Geschichten auszudenken? Ein ganz altes Spiel dazu hat mich lange Zeit begleitet. Tatsächlich war es eine der ersten Möglichkeiten, die ich kennengelernt habe, um sich Geschichten auszudenken. Ich war damals, glaube ich, 15. Für dieses Spiel, was wir tatsächlich in einer Gruppe gespielt haben, hatten wir ein Deck mit Tarotkarten, sehr ausdrucksstarken Tarotkarten, denen von Aleister Crowley. Einer der Mitspieler hat nun eine Karte gezogen, hat sie aufgedeckt und dazu frei assoziiert. Wenn er nicht weiterkam, hat er an einen anderen Mitspieler weitergegeben und der hat dann angefangen, frei seine Gedanken fließen zu lassen. Und so ist diese Rolle des Erzählers immer weitergegeben worden. Das waren natürlich noch keine Erzählungen im eigentlichen Sinne, aber ganz häufig waren schon wundervolle Fragmente von Erzählungen dabei, manchmal zu einer einzelnen Karte sehr unterschiedliche und auch widersprüchliche Ideen, auf jeden Fall aber immer auch wilde und sehr turbulente Ideen. Eine andere sehr schöne Möglichkeit habe ich manchmal mit meinen Schülern gespielt. Ich hatte ganz viele Karten mit Wörtern drauf, die habe ich mir selbst gebastelt. Und dazu haben ganz viele sehr schlichte Wörter gehört, wie zum Beispiel Apfel, Hund, Schild, Gitarre und so weiter und so weiter. Mit solchen Karten kann man eine ganze Menge anfangen, vor allem in einer Gruppe, in der man sich gut versteht. Man kann zum Beispiel drei Karten willkürlich herausziehen und sich dazu eine kleine Geschichte erfinden. Oder man kann mit denselben Karten eine Art Erzählkreis machen. Jemand zieht die erste Karte und fängt seine Geschichte damit an. Darin taucht das Wort von der ersten Karte auf. Dann gibt er an den nächsten Schüler ab
Der zieht wieder eine Karte und erzählt die Geschichte jetzt weiter, aber so, dass das Wort von der zweiten Karte darin auftaucht und so weiter, bis irgendjemand die Geschichte beendet. Dann beginnt man von vorne. Das ist übrigens ein Spiel, was nicht nur mit kleinen Kindern viel Spaß macht, zumindest mit guten Freunden kann man es auch spielen, und wenn es wirklich gute Freunde sind, bei denen man kein Blatt vor den Mund nehmen muss, führt das zu sehr viel Gelächter. Man versucht sich nämlich in absurden Wendungen der Geschichte zu übertrumpfen und den Nächsten, der mit dem Erzählen an der Reihe ist, eine besonders schwierige Aufgabe zuzuspielen. Mein absoluter Liebling, was das Erfinden von Geschichten angeht, Bücher mit Wimmelbildern, vor allem die von Ali Mitgutsch. Wenn ihr Eltern seid, kennt ihr die wahrscheinlich bereits. Man kann mit seinem Filius oder seiner Filia den ganzen Nachmittag auf dem Sofa sitzen und sich Geschichten erfinden. Das schaffen Kinder schon mit 3 Jahren, aber auch mit Schulkindern ist das eine wundervolle Freizeitbeschäftigung. Wenn ich Kunden habe, die ein sehr starkes Geschichtsmuster im Kopf haben und auch von den typischen Ereignissen eines solchen Romans nicht abweichen können, dann empfehle ich die Arbeit mit Wimmelbildern. Der Kunde soll sich möglichst viele Geschichten erfinden, immer aber mit einer einfachen Plotstruktur, das heißt der Plotstruktur von James Scott Bell. Sehr häufig findet man solche festgefahrenen Geschichtsmuster bei Autoren für ein bestimmtes Genre, zum Beispiel Vampirromanen. Die Lust am Fabulieren wird hier sofort durch ein Vorbild eingeschränkt. Eine der wichtigsten Eigenschaften beim Erzählen ist aber die Flexibilität in den Ideen. Und natürlich soll man Vorbilder haben, aber nicht auf Kosten der eigenen Ideen. Mit Wimmelbildern kann man sich dieses gedankliche Spiel mit dem Verlauf von Geschichten hervorragend antrainieren. Und Mitgutsch bietet deshalb eine so tolle Vorlage, weil er fast immer Figuren in der Mitte einer Handlung zeigt, also Figuren, bei denen klar ist, dass sie gerade etwas erleben, was man erzählen kann. Heute habt ihr gleich 3 Möglichkeiten vorgestellt bekommen, wie man sich Ideen für Erzählungen ausdenken kann. Ganz wichtig für Schriftsteller ist es, zu sammeln und zu sammeln und zu sammeln. Schreibt vor allem zu einem Erzählanlass, also etwa zu einem Bild, so viele Plots, wie euch einfallen. Dadurch werdet ihr bei der Gestaltung von Geschichten flexibel. Und das soll dann heute auch die Hausaufgabe sein. Nehmt das Modell von James Scott Bell mit den 2 Türen, besorgt euch am besten ein Buch mit Wimmelbildern von Ali Mitgutsch und dann erfindet, was das Zeug hält. Ich sage mal, mindestens 20 grob skizzierte Plots von einer halben Seite. Ach, ich bin heute mal mit euch großzügig, macht 30 Plots daraus. Damit haben wir unseren Einstieg abgeschlossen. In der nächsten Folge werde ich euch das Modell vorstellen, das ich besonders gerne mag. Damit werden wir dann auch für den Rest des Kurses arbeiten und eine ganze Menge an Feinheiten beim Entwurf von Geschichten entdecken und besprechen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mein Name ist Frederik Weitz, ich bin Textcoach und freier Autor.